Okay. Dahin. Da ist er. Sobald der vorbei ist, oder fährt zurück, der geht zurück. Okay. I have to be quick. If I can just make it to the rocket. Der hat mich jetzt gedrückt. It's moving! Run! Just run! Und jetzt? Ach, das ist dir auch geschafft. Okay, geschafft. Da hatte ich auch relativ viel von. Sehr schön. Das dürfte länger sein. Nee. Ach so. Quatsch. Andersrum, oder? Jo. Getting close. Just need a little more time. I never thought I'd be leaving Mars this way. Tja. Lucas, Ina, Josie, Declan. This one's for you. Everything needs to be green. This is it. Sucks. Nein. Good as it can be. Let's do this. Now, starting the countdown. Ich kann nichts tun im Moment. Ich kann nichts tun. Aber das sieht auch wenigstens. Mal was tun. Da haben sie ein bisschen gespart. Clear of the atmosphere. Trajectory is set for orbit. What do we do next? Mom? Mom, are you there? Holy shit! What's happened? Oh, oh. Ich bin aber nicht. This is everything you are. Just you alone. It's time, Shane. Time for what? Yeah. Hush, my sweet boy. It's almost over. It's almost no, over. No! This is wrong! You want to release those things! They must be free! So that I can be freed. You destroyed the Gaia engine with your corrupted hands. Please, Shane, help me. Yes? No.
Okay, Funkgerät lassen. I'm ready. Mars sucks. Okay. Das Ende. Dreamers? No! Problemkind. Ach, das war das Falsche. Alles explodiert und ich bin tot. Hallo? Ja, ja. Die Credits brechen wir jetzt ab. Zurück zum Hauptmenü. Weiterspielen. So, und jetzt, was machen wir genau? Ne, ernsthaft. Ja, egal. Hallo? Ne, oder? Shit! There's movement under the sand. Gut, okay. Those things are back. Egal. Ich hab's jetzt so gewollt. I have to be quick. Ja, schon passiert. That rock should be safe. So. Hier sind gerade keine. If I can just make it to the rocket. Aha. It's moving. Run. Just run. Ja, ich weiß. So, ja. Da ist nichts. Da ist nichts. Da kommt einer. Der kommt sogar bis zu mir. Und geht an mir vorbei. Und ich kann jetzt dahin. Ja, ich weiß. The fuck. Ernsthaft? Millimeter? Ach Leute, ihr müsst das da jetzt sehen. Das mache ich ganz kurz mal eine Pause. Und dann seht ihr den anderen Schluss. So, da sind wir wieder. Wir müssen jetzt nur noch. Now, starting the countdown. Okay, und jetzt glaube ich einfach nur nichts drücken. Close your eyes, cross your fingers. Come on. Ich muss jetzt, wenn ich das richtig weiß, einfach nichts mehr machen. We're clear of the atmosphere. Trajectory is set for orbit. What do we do next? Mom? Mom, are you there? Holy shit! What's happening? Draußen. This is everything you are. Just you alone. It's time, Shane. Yeah. Time for what? Time for what? Hush, my sweet boy. It's almost over. No! This is wrong! You want to release those things! They must be free! So that I can be freed! You destroyed the Gaia engine with your corrupted hands. Please, Shane, help me. Ich glaube, ich muss jetzt einfach noch nichts machen. Ja.
Funkgerät nutzen mache ich nicht. Doch. Aber vorbei. What do I need to do? It is done. They are free. Okay, das ist das andere What's Ende. Happening? Julen, Gerd, Gotter, Jolt, Tosh, Tier, Aya, Vera, Victan, Aya, Gal, Vitan, Yastan, Ayun, Yaka, Batu, Yachasha, Yachashog! You can't do this! Stop! Da ist er. Oh, Shane. This is not the end. There is no end. There is no escape. Das ist der Schluss. Und die Credits. Inklusive einer. Na gut. Na? Oh yeah. Und es war Arbeit am Schluss. Es war richtig Arbeit, aber wir haben es geschafft. Moons of Madness durchgespielt. Ich finde das so viel schöner. Astronomers continue to be baffled by the sudden disappearance of the moons of Mars. Schön. Ich werde jetzt wohl als Add-on einfach nochmal ein bisschen in Secret World Legends rumlaufen und entscheidende Stellen zum Schmutz und zu Gaia und zu Agatha, was hier alles drin vorkommt, nochmal kurz zusammenfassen. Einfach nur, dass ihr wisst, also wo das alles herkommt und ja, wie gesagt, ihr habt da kostenlos ein relativ gutes MMO. Das ziemlich tot ist als MMO, aber sehr, sehr viel Story mit sehr, sehr vielen Quests hat, dass ich, wenn euch das gefallen hat, wirklich empfehlen würde, da einfach mal kostenlos und ohne irgendwelche Plus-Mitgliedschaft einfach mal durchzuzocken. Einfach nur die, wie heißt denn, die Quests zu machen, genau. Ein bisschen Level müsst ihr natürlich und ja, aber das klappt eigentlich auch ganz gut. Ohne. Ja, das Ding wächst ziemlich viel und es sind die Träume und sie haben, ja, sie haben es jetzt in der Hand. Das heißt, Orochi, nenne ich Orochi, sondern das, was Orochi kontrollieren wollte, was aber Orochi die ganze Zeit kontrolliert hat, hat einfach mal gewonnen. Vangelis Kalatsis, Set Dressing, aha. Kasulos, mhm. Ah, der macht viel. Das scheint ein recht internationales Team zu sein. Ivan Mön oder Ivan Moen? Ne. Wer ist Agit Premanandan? Und dann Sam Brown. Izzy Medrano, Alexei Pajdrov, Alexander Lordki Panitze. Klingt tschechisch. Also, das scheint sehr, sehr international zu sein, das Projekt. Ich finde es ganz gut. Vielleicht kommt ja am Schluss noch was. Vielleicht gibt es da so eine letzte Szene. Mhm. Also ich fand's okay. Ich fand's tatsächlich okay. Wie gesagt, was mich ärgert ist, dass sie bei Secret World Legends zwar darauf hinweisen, dass es hier was Neues in diesem Universum gibt, aber in diesem Universum überhaupt nicht darauf. Finde ich sehr schade, weil sie hätten das, dieses doch gute MMO, was auch schon seit einem Jahr keinen Update mehr hat und keine neuen Inhalte, aber halt eben mit sehr viel Inhalt gestartet ist. Also ich finde es schade, dass sie dem nicht nochmal einen kleinen Schubs gegeben haben, weil so alt ist es noch nicht. Ich habe, wie gesagt, Secret World Legends ein komplettes Let's Play. Kann man gerne reinschauen. Muss ich jetzt nur mal schauen, wie ich die ganzen Sachen schnippel, weil ich habe so ein paar Sachen, dass ich eine Aufnahmepause gemacht habe und statt es neu zu starten, die Pause zu beenden und weiter aufzunehmen, einfach die Aufnahme beendet habe und dann neu aufgenommen habe. Das heißt, also ich habe so ein paar Snipsels. Ah ja, das macht aber nichts.
Ja, Community Manager haben wir da. Nicole Vajo, Bandit. Also die müssen alle direkt von Funcom sein, also nicht als Publisher, sondern als Entwickler. Weil, ja, die müssen das ja gemacht haben in Zusammenarbeit mit Secret World Legends. Behaupte ich jetzt mal. Geht auch anders, aber dann müssten sie es wirklich sehr gut kennen. Weil lore-technisch falsch war es wirklich gar nichts. Sie hätten halt die Verbindung ein bisschen besser ausarbeiten müssen. So, ich bin mal gespannt, ob noch irgendwas kommt. Funcom, Mike Tata, der Herr Higgins, genau. Also, es war ein Walking-Simulator mit ein paar Schreckelementen, mit ein paar nicht allzu schweren Rätseln, bei denen ich auch manchmal, also manchmal habe ich Sachen für Fehler oder für doof gemacht gehalten, die dann nicht so doof gemacht waren, aber die Startpunkte, also die Kontrollpunkte waren manchmal ein bisschen doof gesetzt. Ne? Aber zum Beispiel der letzte jetzt. Aber insgesamt kann man sagen, ja, es ist durch und durch ein gut gemachtes Spiel und für sich allein gesehen ist es ein bisschen inhaltsschwach, wenn man es als Fortsetzung sieht, und da werde ich immer wieder darauf hinweisen, zu Secret World Legends, ist es ein gelungener Abschluss, weil jetzt, obwohl du spielst in Secret World Legends ja einen besonders begabten, sag ich mal, auch unsterblich im Prinzip, also eigentlich fast eine, ja, also deswegen auch immer dieses Respawn. Du hast sehr besondere Kräfte, kannst teleportieren und naja, da gibt es also wirklich drei Fraktionen, die diese Kräfte, also diese Leute mit den Kräften dann sammeln. Und wenn man das jetzt wieder mal aufnimmt, dass diese Wächter, heißen die Wächter Gaias? Ich habe es echt vergessen. Auf jeden Fall, also, dass diese Charaktere aus dem MMO im Prinzip ja auch die Bastion jetzt gegen das sind, was hier von dem Träumer kommt. Dann hat das Ganze wieder so ein bisschen Sinn. Vor allen Dingen, es gab mal Pläne, dass diese Story sogar verfilmt werden soll, eine Serie. Ja. Und dann lassen sie das MMO so ein bisschen sterben. Ich meine, es funktioniert, aber sie müssten dann nochmal ein fettes Update raushauen und vielleicht sogar darauf wieder Bezug nehmen. Hm? So, ja, jetzt könnten wir eigentlich aufhören. Ja. Wie gesagt, es gibt ja von mir noch ein Add-on. Das, werden Spielausschnitte oder wichtige Elemente von Secret World Legends sein, aber als eine Art Add-on. Also ich werde es auch unter Moons of Madness praktisch laufen lassen, weil es einfach dazu gehört. So. Der Herr Hittenhausen, also der hört sich sehr, sehr, sehr deutsch an. Bei den anderen weiß man es nicht so richtig. Stefan Herbig auch wieder eher deutsch. Pavel Kosniatsak, denke ich mal, ist Russlanddeutscher. Eva Stiller. Oder der Tomasch. Witzig. Der Alexandra in der Schreibweise ist auch eher, ja, dem slawischen Sprachraum zuzuordnen. Darf man das so sagen? Ist das korrekt hier? Die da wurde nur wegen, die Justina Fundovic wurde nur wegen, weil ihr Name den Firmennamen beinhaltet. Auch mal hier ein Lukas mit einem besonderen L. Matt Gorzata. Ich weiß nicht, diese Namen, sie klingen immer so ein bisschen extrem hart. Denkt man immer so eine Amazone oder sowas. Ne? Das ist doch tschechisch jetzt eher, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ach komm jetzt bitte.
Jetzt ist aber gut. Die Katze kratzt schon draußen. Oder? Ach ne, es ist die Musik. Die Katze kratzt genauso, deswegen. Der Stajkowski als letzter. Als letzter. Ah ne, jetzt kommen noch die Jungs von Dream Loop, was auch immer die gemacht haben. Oho. Aber man lässt es ganz laufen. Die Leute haben sehr viel Arbeit reingesteckt. Die waren alle dran beteiligt, also muss das auch mal sein. Und wie gesagt, in dieser Folge, in der Abspann kommt, wenn es euch jetzt zu langweilig wird, ne, gerne wieder Peter Lustig abschalten. Aber naja, vielleicht sage ich ja noch irgendwas Interessantes. Oder vielleicht ist es jetzt... Oh, ja. Alistair Creo. Was sind User Researchers? Das sind die Leute, die mich gefragt haben, können wir das so machen, ohne das MMO wiederzubeleben? Und mich haben die wohl nicht haben sie wohl vergessen. Schade, schade, schade. Noch was? Jawohl. Unreal Engine. Okay, das ist norwegische Norwegen. Auch was mit zu tun? Aha. Dann das da, das kenne ich auch irgendwo, ja. F-Mod. Funcom Oslo. Funcom sind also Schweden. So, jetzt aber. Kommt noch irgendwas oder kommt einfach nur der Start-Bildschirm? Es sah jetzt kurz besonders aus, aber Ende. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, es kommen jetzt noch ein, zwei Folgen Material aus Secret World Legends. Einfach mal, um nochmal zu zeigen, was es da genau ging. Alles klar. Ja, tschüss. Danke fürs Zuschauen und macht's gut.